Hi, wir sind Too Cool for School und zwar haben wir eine Austauschplattform für Schüler, in denen sie Aufschriebe und Hausaufgaben untereinander austauschen können. Das hilft zum Beispiel, wenn man dann einmal krank war oder so, kann man sich die Aufschriebe seiner Mitschüler direkt aus dem Internet holen. Oder wenn man sich auf eine Klausur vorbereitet, die Lernzettel seiner Mitschüler ansehen. Wir haben jetzt es so gemacht, dass man Aufschriebe, Hausaufgaben und Referate hochladen kann, dass sich andere sie runterladen können und sie bearbeiten können oder halt nochmal damit lernen können. Außerdem ist alles digitalisiert und kategorisiert. Das heißt, man kann nach Lehrer, Fach und Schuljahr suchen und nach seiner Klasse. Und danach kann man den Download auch noch bewerten und kommentieren. Als Daten- und Techniken verwenden wir A, eine Webseite, um damit auf die Datenbank zuzugreifen und dass unser wichtigster Punkt die Suche geht, verwenden wir OCR. Das ist eine Variante, wo man aus Bildern Text erkennen kann, genauso aus PDFen und dadurch die Suche einfacher machen. Das heißt, wir sind auf dieser Webseite und wir haben uns bereits eingeloggt und wir können nun Dateien hochladen. Unter Hausaufgaben hochladen. Man führt da zum Beispiel, hat man jetzt ein Mathearbeitsblatt, was man mit seinen Kollegen teilen will. Das heißt, hier ist ein sehr tatkräftiger Schüler, der sich um seine Mitschüler kümmern kann. Und man kann den Fach, Lehrer, ob es eine Hausaufgaben ist, und so weiter hochladen und auch Notizen dazu machen. Diese allen Daten werden zur Auswertung benutzt, die man hier dann oben zur Suche benutzen kann. Die Sachen können hochgeladen werden. Was gerade nicht funktioniert. Aber theoretisch werden die dann im Hintergrund von einem Server oder vom Backend werden die von den Bildern die ganzen Daten abgeschrieben. Also man kann dann später die ganzen Sachen durchsuchen. In dem Fall haben wir jetzt das Arbeitsblatt oder in dem Fall die Mathehausaufgabe hochgeladen. Und man könnte natürlich das ganze Zeug jetzt abschreiben, aber Schüler haben nie dazu Lust. Und in dem Fall gibt es dann die Download-Funktion, mit der man dann in dem Fall als Beispiel das Matheblatt sich runterladen kann und dann ausdrucken kann zu Hause, um dort auch zu lernen. Und auch GFS oder alte Klausuren, um damit zu lernen für Klassenarbeiten. Was dann auch noch eine sehr gute Funktion ist, ist die Suchfunktion. Weil man mit der jetzt als Beispiel suchen jetzt nach dem Blatt Mathe, wo wir dann zu einem weiteren Filter kommen, der dann uns nachfragt nach dem Schlagwort Mathe, welche Klasse wir sind, der User, wie wir heißen, Lehrer oder Datum, ob es sich um eine Hausaufgabe oder ob es sich um Notizen, Aufschriebe oder um was sich halt handelt. Und dann kann man halt auf Suche gehen und dann spuckt der theoretisch gesehen jetzt dann halt das Arbeitsblatt aus oder das, je nachdem, was man sucht. Genau, und das war's dann auch schon von uns.